Esther Weber-Halbermatten, die Krankenkassenprämie, ein Thema, das ja, immer interessiert. Und natürlich auch im Wallis-Wirstein, im schweizerischen Vergleich, ja relativ gut da. Wir sind ja, auf Platz 8, was die günstigste Prämie betrifft, jetzt für 2014, was der Moment an uns sieht. Wenn man aber insgesamt anschaut, die Prämie steigen wieder an. Jetzt zum Beispiel für das Erwachsenen im Schnitt bei 2,4% circa. Ja, das ist schon eine Kostenentwicklung, die nicht zufriedenstellend ist. Ja, das ist eine Entwicklung, die in allen Bereichen ist. Wir haben Zunahme bei den Spitälern, wir haben Zunahme bei dem Ambulatorium der Spitäler, bei den Hausärzten. Überall ist eine Zunahme da. Das sind Leistungen, die heute die Leute beanspruchen. Und man muss das halt sehen, die Leute wollen die Leistungen. Man weiss heute, man kann sehr viel machen, wenn man älter ist oder wenn man krank ist. Eine chronische Krankheit hat man ganz eine andere Lebensqualität. Und in dem Sinn ist die Zunahme da. Und wenn man mehr Leistungen beansprucht, sind nachher auch die Prämien teurer. In dem Sinn hat man in der ganzen Schweiz über Jahre, wenn man es anschaut, immer eine Zunahme von den Leistungen und letztlich auch von den Prämien. Das hier im Kanton Wallis auch. Aber wir sind wirklich noch bei den niedrigsten Prämien im Durchschnitt. Und die Zunahme ist nachher effektiv in Franken gesehen weniger hoch als das Mittel der Schweiz. Man würde jetzt aber sagen, das wollen die Leute, die Bevölkerung, wollen ja nicht unbedingt, dass die Kästentiere kommen, dass man unbedingt mehr will. Das sind ja teilweise schon auch, ja, die Institutionen oder die, ja, die Wirtschaftsbereiche, die natürlich auch ihre Geld probieren zu machen, das ist ganz klar. Wenn man jetzt mal anschaut, im Schnitt im Moment, ja, für eine junge Familie um die 1000 Franken Prämie gerechnet, durchschnittlich jetzt pro Monat. Wenn man jetzt schaut, im 10-Jahres-Vergleich ein Erwachsenes von 220 auf 340 im Schnitt, weil das schon gestiegen ist. Also irgendwann ist das Limit erreicht, weil ewig kann man nicht so weiterzahlen. Also es wird auch für die Familie schwieriger, weil die Lehne steigen ja im Verhältnis nicht so. Also man schreckt ja da immer mehr weg. Gibt es da irgendwelche Lesungen? Es kann ja nicht sein, dass der Kanton schlussendlich sagt, wir müssen ja, mehr als 50% des Tages von der Wallis-Bevölkerung subventionieren. Es ist effektiv so, dass es sehr komplex ist, wie ihr das geschildert habt. Das ist wirklich auch das ganze Gesundheitswesen, ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Rund mehr als 25 Milliarden werden in der Schweiz umgesetzt. Wenn man es einfach nur so einfach teilt, wäre das pro Kanton 1 Milliarde Gesundheitskosten. Und das kommt sicher an die Grenzen. Und wo das System ändert, ist die grosse Frage. Eine Möglichkeit wäre wirklich, dass man die Krankenkassen mehr kontrollieren könnte, wie sie arbeiten, wie sie quersubventionieren und zwischen den Kantonen die Prämie, aber auch zwischen den verschiedenen Versicherern. Momentan besteht effektiv der politische Wille nicht, dass man die Krankenkassen besser kontrollieren kann. Der andere Weg ist natürlich, der Kanton ist einer Verpflichtung. Wir zahlen ja von den Spitälern jetzt 50% von allen Leistungen. Und mit dem verbunden ist die ganze Planung. Der Kanton muss aus meiner Sicht auch sehr klar sein, sehr strikt, was man plant, was man zulässt, welche Spitäler das auf der Liste sind, um ein bisschen wenigstens die Zunahme einzuschränken. Wenn wir jetzt ja, davon ausgehen, dass man sagt, ein Vergleich zum Beispiel die tiefsten, günstigsten Krankenkassen im Schnitt, haben wir von euch die Frage, 150 Franken Unterschied für euch genau das Gleiche anzubieten. Wie erklärt man sich das Extreme? Also ich denke, es gibt auch wieder verschiedene Faktoren. Vielleicht Summe wollen gar nicht weg. Die sind zufrieden mit ihrer Krankenkasse, wie sie beraten, wenn sie mal etwas hatten, was die Leistungen sind. Und das sieht man ja gut. Also für 7-8 Franken im Monat wechsle ich nicht. Wenn es eine riesige Differenz ist, kann man das wirklich überlegen. Und es passiert auch. Also es passieren schon rund die Hälfte von allen Leuten, zum Beispiel im Oberwallis, die unter dem Schnitt sind sie eben in einer kostengünstigen Krankenkasse. Und es passiert jedes Jahr, passieren da viel Wechsel passierend. Man kann nicht mehr als auffordern und machen das. Nachher kommt sicher auch dazu, dass in der Region Oberwallis haben wir früher ganz viele Dorfkrankenkassen gehabt. Und die haben wirklich geschaut, dass das Volumen nicht zunimmt. Die sind dem Geld nachgegangen. Und unserer Tendenz ist man sehr sparsam umgegangen mit den Krankenkassen vom Dorf. Und jetzt hat man die fusioniert. Ich glaube, die Haltung ist ganz speziell in der Region Oberwallis noch sehr stark vorhanden. Letzte Frage, vielleicht geht das Wort zu den Subventionen. Über 30% wird subventioniert von der Walliser Bevölkerung. Die Prämien steigen wieder, moderat, aber sie steigen wieder. Also müssen wir davon ausgehen, dass die Subventionen, das Beitrag noch weiter müssen steigen, 2014.
Für 2014 haben wir das Budget gemacht und da waren die Subventionen in der gleichen Höhe wie für die Rechnung 2012. Also wird die nicht wie im 2013 vorgesehen steigen und nochmal im 2014. Wird die auch schauen, welche Kategorien brauchen mehr Subventionen, welche brauchen weniger. In dem Sinn sind Subventionen für das Jahr 2014 eingefroren auf den Stand 2012. Es handelt sich total um 190 Millionen und das sind zwischen 28 und 30% von allen Versicherten bekommen Subventionen. Es ist sehr ein hoher Anteil.